Hallo, herzlich willkommen heute zur dritten Vorlesung Rhetoriktheorie aus Europa. Wir haben mit Friedrich Nietzsche einen Philosophen kennengelernt, mit Ernst-Robert Curtius einen Literaturwissenschaftler und wir werden heute mit Heinrich Lausberg einen Linguisten, einen Sprachwissenschaftler kennenlernen. Und diese drei Fächer, Philosophie, Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, sind die drei Disziplinen, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg die Rhetorik als Forschungsfeld neu begründet wurde. Heute also Heinrich Lausberg und sein Handbuch der literarischen Rhetorik. Das werde ich Ihnen vorstellen und werde ein bisschen drauf schauen, was ist eigentlich sozusagen die sprachwissenschaftliche Grundlage, was macht sozusagen, charakterisiert das Handbuch als ein Buch, was von einem Sprachwissenschaftler verfasst worden ist. Und wir werden noch eingehen auf eine Rezension, ein Verriss, wenn man so will, und Klaus Dockhorn, auch eine sehr wichtige Figur für die Wiederentdeckung der Rhetorikforschung dann in den 60er und 70er Jahren. Wie immer gibt es eine kurze Biografie zu Lausberg, 1912 geboren in Aachen, studiert in Bonn und Tübingen, Sprachwissenschaften, muss man sagen, klassische romanische, indogermanische Sprachwissenschaft. Er hat in Tübingen promoviert bei Gerhard Rohlfs, 1937 mit einer Arbeit Die Mundarten Südlukaniens. Südlukaniens ist so ganz unten in Italien, quasi an der Fußsohle, wenn man so will, die 1939 dann auch erschienen ist. Das war damals eine sehr revolutionäre Arbeit, wo es wirklich also um sozusagen Sprachgeschichte geht, aber mit modernen theoretischen Grundlagen. Und Lausberg hat für diese Arbeit tatsächlich in Süditalien auch quasi eine Art Feldforschung gemacht. Er hat sich dann habilitiert, 1945 in München, wieder bei Gerhard Rohlfs, der war dann in München, hat einen Ruf angenommen nach München. Und zwar hat er sich habilitiert mit seiner Promotion, weil das Buch so gut war, das konnte man damals, konnte man das auch als Habil verwenden. Er hat eine steile akademische Karriere hingelegt, er ist 1946 schon in Bonn außerplanmäßiger Professor geworden. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Denn das ist die Verbindung von Curtius und Lausberg. Er war dann Professor in Münster, also Ordinarius in Münster 1949 und wechselte dann 1972 an die Universität Gesamthochschule Paderborn. Das war eine Neugründung damals, eine neue Universität und Lausberg hat dort eigentlich die Romanistik aufgebaut als Fach an dieser neuen Universität, ist dann gestorben 1992. Curtius spielt für Lausberg eine ganz zentrale Rolle, und zwar für Lausbergs Entwicklung hin zum Rhetoriker. Lausberg kannte Curtius schon aus seiner Studienzeit. Er hat ja in Bonn studiert in den 30er Jahren. Da waren die beiden schon in Kontakt. Und nach Lausbergs Habilitation gab es einen Briefwechsel und es ergab sich sozusagen als Chance, als Möglichkeit, dass Curtius einen Ruf abgelehnt hat, verhandelt hat in Bonn, eine Professur, eben diese außerplanmäßige Professur verhandelt hat. Und dann im Grunde Lausberg da drauf gesetzt hat. Hintergrund war, dass Curtius sich einfach stärker auf die Literaturwissenschaft konzentrieren wollte. Das war damals noch die Idee, dass das Fach sozusagen Fachvertreter eben die romanische Philologie in seiner Gesamtheit, in ihrer Gesamtheit zu vertreten habe. Und Curtius wollte sich da im Grunde ein bisschen entlasten. Und in der Zeit gibt es dann einen ganz engen Kontakt in diesen 3 Jahren, einen ganz engen Kontakt zwischen Lausberg und Curtius. Und es gibt sogar das Gerücht oder die Aussage von Rohlfs, das wird berichtet von Hans-Helmut Christmann, ein Tübinger Linguist, 1993, Curtius hat ihn umgedreht. Das heißt, Curtius hat aus dem Sprachwissenschaftler Lausberg einen Rhetoriker Lausberg gemacht, der hat ihn umgedreht. Lausberg, Curtius ist halt dann so sein geistiger Mentor im Grunde geworden und er hat den Lebensweg von Lausberg radikal verändert, ihn zur Rhetorik hingeführt. Das merkt man zum Beispiel in einem Vortrag, den Lausberg gehalten hat auf dem zweiten Neuphilologentag in Bielefeld im Juni 1949, Fortschritte und Aufgaben der romanischen Philologie, als der Vortrag im Druck 20 Spalten umfassend, das ist also eine Art Forschungsbericht, eine Bestandsaufnahme. Was ist passiert? Wie ist der Stand der Dinge? In welche Richtung soll es gehen?
16 Spalten umfassen im Grunde Linguistik, also Lausbergs bisheriges Gebiet, und 4 umfassen die Rhetorik, und zwar am Schluss. Das heißt, in dem Bereich, in dem Abschnitt, in den Abschnitten des Aufsatzes, in dem es darum geht, wohin soll eigentlich die Romanistik sich entwickeln, da kommt die Rhetorik ins Spiel. Ich lese es vor. Ich muss hier abbrechen, aber hoffe aber mit dem Gebotenen eine zum Selbststudium einladende Probe dieses revolutionären und richtungweisenden Curtius'schen Werks gegeben zu haben. Also er sagt, es ist ein Jahr nach dem Erscheinen von europäischer Literatur und lateinisches Mittelalter. Er sagt, liebe Fachkollegen, lest dieses Buch, das ist revolutionär, das wird das Fach von Grund auf verändern. Es ist die größte abgeschlossene vorliegende Leistung der Romanistik unserer Tage. Eine neue Welt ist erschlossen, sagt Lausberg, deren Kolonisierung, Begriff würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr verwenden, deren Kolonisierung die eigentliche Aufgabe aller literarhistorischen Romanistik werden sollte. Er sagt, ja, im Grunde, Curtius gibt's vor, das ist die Zukunft der Romanistik. Und weiter, wo man auch nochmal sieht, wie eng er auch begrifflich an Curtius ist. 2 Spalten vorher. Die Rhetorik wird im Kaiserreich zur literarischen Technik, schreibt Lausberg, und als solche ist sie durch Jahrtausende unbestrittene Lehrmeisterin der europäischen Literatur geblieben. Wer Literarhistoriker werden will, muss zuerst die antike Rhetorik gründlich kennenlernen und sie wie ein Spielzeug beherrschen. Sonst ist und bleibt er blind für die historisch gewordene wirksame Struktur seines Objektes. Und das ist genau das, was Lausberg dann mit den Elementen der literarischen Rhetorik und mit dem Handbuch der literarischen Rhetorik macht. Ne, eben dieses Werkzeug, die Technik, den technischen Aspekt der Rhetorik, dann systematisch so bereitzustellen, dass Anfänger es lernen konnten. Also es gibt immer bei Lausberg diesen pädagogischen Impetus. Man muss sozusagen durch die Schule der Rhetorik durch, man muss die rhetorischen Kategorien, das System wie ein Spielzeug beherrschen, sonst kann man auch keine Texte analysieren, sonst kann man auch keine Literaturgeschichte beschreiben. Und das kommt von der Idee von Curtius her, auch der Anspruch, der hier an die Rhetorik gestellt wird, dieser immense Anspruch, sozusagen die Literaturgeschichte tief geprägt zu haben, das kommt von Curtius. Und an dem nächsten Zitat sieht man noch deutlicher, das ist im Grunde O-Ton Curtius, nur eben Lausberg. Die Lehre von den Topoi, die Topik, wurde in eigenen Schriften behandelt. Mit dem Eindringen der Rhetorik in die Literatur werden die Topoi zu einem Formenschatz der Literatur. Sie werden Klischees, die literarisch allgemein verwendbar sind. Das ist O-Ton Curtius. Und dann kann man sagen, 49 wechselt Lausberg nach Münster auf dieses Ordinariat, hält eine Antrittsvorlesung, wie das im Akademischen so üblich ist, eine der sozusagen Formen der Gelegenheitsrede im akademischen Bereich. Und wenn man diese Antrittsvorlesung liest, die dann auch gedruckt wurde, die ist schon ganz stark von der Rhetorik geprägt. Das ist im Grunde ein Übergangsstadium zwischen Sprachwissenschaft und Rhetorik. Und dann kommt die erste Publikation von Lausberg wirklich zur Rhetorik. Dieses dünne Heftchen, Elemente der literarischen Rhetorik, 1949, 93 Seiten. Die agiert nun im Grunde dieses Curtius'sche Programm aus und sagt, ja, okay, aber wir brauchen jetzt auch mal ein Buch, in dem wir irgendwie auch Anfänger, Studierende natürlich, vertraut machen können mit den Kategorien, Begriffen, mit dem System der klassischen Rhetorik. Und das ist der erste Versuch, das zu leisten. Lausberg schreibt, man mag als zukünftiger Fachmann, das Ziel eines Studiums, Fachmann zu werden, des literarischen Geschmacks oder als neuzeitlicher Sprachwissenschaftler über die Rhetorik lächeln oder sie als Philosoph vielleicht als Dichter bekämpfen. Voraussetzung ist für ein sich hinwegsetzen über unsere fast 2500-jährige rhetorische Tradition sollte zumindest deren Kenntnis bleiben. Wie könnte man einen Hals umdrehen, den man erst nicht fasst? Also da geht er ein auf diese Tradition, die in Deutschland ja ganz stark ist. Ich habe es an Nietzsche, dem Beispiel Nietzsche schon gesagt, die Tradition der Rhetorikverachtung, die eben auch in der Literaturwissenschaft ganz stark war. Das haben wir in Curtius ja gesehen. Literaturwissenschaftler, die ganz schnell von Genie und von Erlebnis sprechen. Der sagt, ja, okay, also wenigstens muss man doch die Begriffe kennen, bevor man sie dann ablehnt. Das ist dieses Zitat mit dem
als umdrehen, ein Zitat, was aus Ciceros De Oratore stammt. Zweites Zitat. Es ist freilich nicht Aufgabe dieses Elementarbuchs, die Verflechtung der rhetorischen Tradition der Romania, jenes selbst von namhaften Literatur- und Stilforschern gerne missachteten, da kommt ähnlich wie bei Curtius, missachteten roten Fadens abendländischer Kontinuität freizulegen. Was das Elementarbuch geben will, ist terminologisch geprägtes Rohmaterial dieser Tradition zur Orientierung des Anfängers. Also im Grunde, das sagt er, das steht natürlich in der Tradition für Curtius, aber es tritt sozusagen einen Schritt hinter Curtius nochmal zurück und sagt, wie bringen wir eigentlich den Anfänger, Studierende dahin, dass sie sich vertraut machen mit den Begriffen und Kategorien, um dann diese Kontinuität überhaupt erforschen zu können. Das ist sozusagen die Eintrittskarte Lausbergs in die Welt der Rhetorik, wenn man so will. Harald Weinrich, auch ein berühmter, ganz berühmter deutscher Sprachwissenschaftler, der bei Lausberg studiert hat, bei ihm promoviert und habilitiert hat, der sagt, ja, es gibt eigentlich in Lausbergs akademischem Leben, in seiner Vita, drei Phasen. Es gibt eine Phase des Sprachwissenschaftlers, die dann eben abgelöst wird von einer Phase des Rhetorikers und dann einer Phase, die nennt er den absoluten Philologen, die absolute Philologie. Das ist dann so ab den 60er Jahren, in denen Lausberg eigentlich die Rhetorik nicht wirklich verlässt, aber er wendet sich tatsächlich der Analyse selbst zu, der Analyse von Texten mit Mitteln der Rhetorik, also mit genau den Begriffen und Kategorien, unter anderem, die er im Handbuch und in den Elementen niederlegt. Da wendet er sich tatsächlich auch der Literatur der Moderne zu, Paul Valéry und anderen Autoren. Also da tatsächlich universalisiert er sich auch ein Stück weit, wendet sich auch zu der mittellateinischen Literatur und anderen Texten, denn Lausberg hatte in Paderborn tatsächlich auch eine Professur, die war für Romanistik, aber er hat sich bei seinen Behandlungen zusichern lassen, dass er auch sozusagen die klassische Philologie mit unterrichten darf. Das sind also die Bücher, die erscheinen. Das ist Lausbergs im Grunde rhetorisches Werk, Elemente der literarischen Rhetorik, ne, dann 63 in der Neufassung nochmal vorgelegt, mit etwa doppeltem Umfang und dann eben 1960 hier, ich halte es in die Kamera, Handbuch der literarischen Rhetorik, vierte Auflage 2008, in viele Sprachen übersetzt, ins Englische, aber auch in viele andere Sprachen übersetzt, tatsächlich ein, wie Curtius auch, ein absoluter Klassiker der Literaturwissenschaft. Das Buch heißt ja eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Das ist eben das Elementare daran. Jetzt müssen wir mal überlegen, ne? Lausberg kommt aus der Linguistik, er wird zum Rhetoriker, er transformiert sich zum Rhetoriker. Wie funktioniert eigentlich dieser Transformationsprozess und was bleibt an Linguistik da noch da? Also was nimmt er aus der Linguistik mit, und zwar aus der modernen Linguistik mit in die Rhetorik? Und da sind drei Figuren ganz entscheidend. Ferdinand de Saussure, das ist der Begründer, der eigentliche Begründer der modernen Linguistik, vor allem der Begründer dann auch der Synchronlinguistik. Dann Trubetskoy, das ist der Begründer der Phonologie. Und Roman Jakobson ist auch einer der berühmtesten Linguisten des 20. Jahrhunderts, auch viel im Bereich der Phonologie gearbeitet. Das ist dann schon sozusagen der Beginn des Strukturalismus, was man dann als Strukturalismus bezeichnet. Also wie prägt die moderne Linguistik Lausbergs Auffassung von Rhetorik? De Saussure, Trubetskoy, Jakobson. Und man kann tatsächlich an Lausbergs sprachwissenschaftlichen Werk sehen, dass der Lausberg absolut auf der Höhe der Zeit ist. Der kennt, ne, das sind 37, das sind die Jahre der Herrschaft des Nationalsozialismus, aber er kennt die internationale Forschung sozusagen, wenn man so will, aus dem FF. Er kennt Trubetskoy, der wird zitiert in seiner Dissertation. Er kennt Jakobson in diesem Aufsatz zum romanischen Vokalismus. Und man muss auch nicht vergessen, Lausberg schreibt auch ein eigenes Einführungsbuch in die romanische Sprachwissenschaft. Erschien in den 50er Jahren im Grunde nach dem Ende von Lausbergs linguistischer Phase. Harald Weinrich sagt so, der hat so 55 aufgehört, auch Lehrveranstaltungen in Linguistik zu machen und hat das bis an sein Lebensende nicht mehr gemacht. Er hat keine sprachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen mehr gemacht. Aber sozusagen als Summe dieser Tätigkeit erscheint dann ab 1956 eben diese Einführung in drei Bänden.
Das hört dann aber auch auf und vierter Band ist dann nicht mehr erschienen. Offensichtlich hatte Lausbach da einfach kein Interesse mehr an der Linguistik. In dem Vortrag, den ich schon zitiert habe vom Neuphilologentag 49, ist dann auch nochmal ein ganz wesentliches Stichwort, bisschen weiter vorn in dem Forschungsbericht über die Sprachwissenschaft. Noch eine weitere geistige Macht aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat unsere Wissenschaft befruchtet. Der Saussurismus nennt Lausberg das selber. Der Saussurismus, also die Wirkung der Linguistik, der Theorien, der synchronen Sprachwissenschaft von Ferdinand de Saussure, der Saussurismus, den hat Lausberg eben geprägt. Und das müssen wir uns jetzt kurz nochmal angucken, weil eine der sozusagen Errungenschaften oder der sozusagen der Meilensteine, wenn man so will, in der modernen Sprachwissenschaft bei de Saussure ist die Trennung von Langue und Parole. Es gibt noch eine Reihe weiterer wichtiger Punkte in de Saussures Linguistik, die kann ich hier nicht behandeln aus Zeitgründen, weil sie auch nicht wichtig sind, sind für das, was wir hier machen wollen. Aber diese Trennung von Langue und Parole, also von Sprechen und Sprache, die ist eben ganz zentral. Und de Saussure schreibt, vielmehr ist es das Wirken der rezipierenden und koordinierenden Fähigkeit, wodurch sich bei den sprechenden Personen Eindrücke bilden, die schließlich bei allen im Wesentlichen die gleichen sind. Also ist so die Frage Individuum, Kollektiv. Das individuelle Sprechen, wie führt das zu etwas Sozialem? Wie hat man sich dieses soziale Ergebnis vorzustellen und damit die Sprache als völlig losgelöst von allem Übrigen zu erfassen? Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen Individuen aufgespeichert sind, umspannen könnten, dann hätten wir das soziale Band vor uns, das die Sprache ausmacht. Es ist ein Schatz, den die Praxis des Sprechens in den Personen, die der gleichen Sprachgemeinschaft angehören, niedergelegt hat, ein grammatikalisches System, das virtuell in jedem Gehirn existiert oder vielmehr in dem Gehirn einer Gesamtheit von Individuen. Denn die Sprache ist in keinem derselben vollständig, vollkommen existiert sie nur in der Masse. Zweites Zitat noch. Die Sprache ist nicht nur eine, ist nicht eine Funktion der sprechenden Person, sie ist das Produkt, welches das Individuum in passiver Weise einregistriert. Das heißt, es gibt die Sprache als etwas Abstraktes, was sich vollständig nie sozusagen keinem Individuum findet. Es gibt niemand, der alle Wörter der deutschen Sprache kennt oder in seinem aktiven Wortschatz hat. Das heißt, es gibt Wortschatz, es gibt auch eine Grammatik. Und es ist eben sozusagen, die Langue ist eine Abstraktion aus der Parole, sozusagen dem individuellen Sprechen. Und die Langue entsteht eben durch Sprechen, ist ein soziales Faktum. Und diese Unterscheidung von Langue, ne, das, was wir als Langue dann haben, da können wir sagen, okay, es gibt eben Grammatiken des Deutschen, des Französischen, des Englischen und es gibt zum Beispiel Wörterbücher, die den Wortschatz erfassen, der Gegenwartssprache, historischer Sprachstufen. Und diese Unterscheidung von Langue und Parole prägt nun auch Lausbergs Rhetorikverständnis. Denn gleich im Vorwort zum Handbuch der literarischen Rhetorik findet sich folgende Passage. Der Unterricht in der literarischen Rhetorik will als Gegengift verstanden sein, als Schutz gegen allzu schnelle Aktualisierung des Kontaktes mit der Individualität des Kunstwerkes und seinem individuellen Schöpfer. Das ist von Curtius' Gedanke. Jetzt kommt's. Die Rhetorik will die Langue aufzeigen, die das konventionelle Ausdrucksmittel der Parole ist. Eine Langue ohne Parole ist tot, eine Parole ohne Langue unmenschlich. Sprache, Kunst, soziales und individuelles Leben zeigen eine dialektische Interdependenz zwischen Langue und Parole. Das ist eben dieser Grundgedanke von de Saussure. Und das, was nun Lausberg in seinem Handbuch sozusagen niederlegt, ist eben die rhetorische Langue. So etwas wie eine Art Grammatik der Rhetorik. Und das hat man tatsächlich im Strukturalismus oft auch als Sekundärgrammatik bezeichnet. Rhetorik als Sekundärgrammatik. Werden wir noch sehen in der Vorlesung 7, auch in der Vorlesung über Roland Barthes schon. Und der Begriff Sekundärgrammatik kommt von dem russischen Literaturwissenschaftler Juri Lotman. Also Rhetorik als Sekundärgrammatik. Und da sieht man sozusagen diesen Einfluss der Linguistik, des Saussurismus auf sozusagen die Ausgestaltung, auf die Theoriegrundlage, auf das Fundament des Handbuchs der literarischen Rhetorik. Und durch dieses Handbuch gehen wir jetzt ein bisschen
durch. Ich weiß, dieses Handbuch ist gefürchtet bei Studierenden. Niemand mag es. Und es liegt daran, dass dieses Handbuch irgendwie in seiner Klarheit unverständlich ist. Dieses Handbuch hat einen, wenn man es mal kapiert hat, einen sehr klaren und durchdachten Aufbau. Und ich werde das gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir da durchgehen durch das Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis finden Sie auch als PDF auch auf Ilias. Das hat einen sehr klaren Aufbau, aber durch diese Hyper-Mikro-Unterteilung wird sozusagen die Klarheit eigentlich verunklärt. Das ist das Problem in diesem Inhaltsverzeichnis von Lausbergs Handbuch. Denn eigentlich ist es relativ klar aufgebaut nach antiken Kategorien auch. Und ich will jetzt im Folgenden auf zwei Dinge so beim Durchgang eingehen. Einerseits auf das, was ich hier gelb markiere, mit gelbem Textmarker. Und dann auf etwas mit grünem Textmarker noch. Ja, und hier sieht man Rhetorik, erstes Hauptstück, zweites Hauptstück, erster Teil, erstes Kapitel. Dann geht es durch. Zweites Kapitel, Partes Artis. Also hier kommt das, was wir Officia Oratoris öfter nennen. Die Produktionsstadien. Dispositio Elocutio, römisch 2 und 3. Und da kommt jetzt dieses Grüne, auf das ich dann nachher eingehen möchte. Das ist sozusagen der zweite linguistische Bestandteil des Handbuchs von Lausberg. Da sehen Sie sowas per Adjektionen, per Detraktionen, per Transmutationen, per Immutationen und zwar öfter, wenn man da durchgeht. Das ist sozusagen ein Strukturprinzip des Handbuchs. Und zwar im Teil über die Elocutio. Und hier sieht man ja auch bei 4 Strich, das ist das, was dieses Inhaltsverzeichnis so unlesbar macht, dieses 4 Strich, 4 Strich, Strich, C Strich, 1 Strich und so weiter. Figur nach den 4 Änderungskategorien. Diese 4 Änderungskategorien müssen wir nachher noch zu sprechen kommen. Ja, da kommt in der, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, bei der Elocutio geht es um die, erstmal die Virtutes und Vitia, Latinitas, Perspicuitas, Ornatus dann, in verbis singulis, in verbis conjunctis, also sozusagen Tropen und Figuren. Dann geht es um die Änderungskategorien. Dann geht es um die Compositio, relativ lange Ausführung dazu. Dann geht es um Aptum und dann nochmal um die Vitia. Ne? Vorher gibt es Virtutes, Vitia. Elocutionis genera, das ist die Dreistillehre. Dann geht es um Memoria pronunciatio, römisch 4 und 5. Drittes Kapitel ex Architatio. Und dann kommt Lausberg im Grunde am Ende des Rhetorikkapitels erst wieder auf zweiter und dritter Teil zu sprechen. Also eigentlich sozusagen, das ist ja eine Fundamentalanteilung auf einer ganz abstrakten oberen Ebene. Die spielt aber eigentlich für sein Werk gar keine Rolle. Da geht es um die Poetik und dann kommen noch Register. Und wenn man dieses Inhaltsverzeichnis ein bisschen runterkocht und das nicht bis in alle Verästelungen runterbricht sozusagen, dann kommt man eigentlich doch bei einer relativ übersichtlichen Struktur raus. Das ist das, was ich Ihnen rechts aufgelistet habe. Erstes Hauptstück, Definition der Rhetorik. Zweites Hauptstück, erster Teil, die Arte. Da geht es um das Werden des Kunstwerks. Dann auch eine ganz schlüssige Gliederung in drei Teile. Materia Artis, da geht es um die Frage der Quaestio, Questioneslehre, Statuslehre eben, also die Streitsachenlehre. Es geht auch um die Genera Causarum, also die rhetorischen Redegattungen. Es geht dann zweitens um eben die Partes Artis, Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Pronunciatio und dann drittens um Übungsform, ex Architatio. Schreiben, Lesen, Reden als Übungsform des Rhetorikunterrichtes. Und dann, das ist die gelbe, sozusagen die gelbe Ebene, dann geht es um in einem zweiten Teil um den Artifex, um den Künstler, Handwerker, den Orator natürlich in der Rhetorik. Und dann geht es um das Opus, um das Werk, die Bona Oratio, also die gute Rede, das heißt die ästhetisch gute Rede, aber eben auch die überzeugende Rede. Und da sieht man ein bisschen dieses Missverhältnis tatsächlich, wenn man sieht, Teil 2 und 3, also Artifex und Opus. Artifex hat 3 Paragraphen und das Kapitel ist eigentlich fast gar kein Kapitel über das Opus, über das Werk hat 1 Paragraph, das sind 6 Zeilen. Und das ist irgendwie von der Systematik dieses Handbuches zwar
flüssig und klar, aber es ist irgendwie nicht besonders geschickt, sozusagen zu sagen, ich mache den ersten Teil, der erste Teil ist eigentlich das ganze Buch letztlich. Und wenn man nochmal dann guckt auf die Ebene Partes Artis, sieht man, dass das, was im Handbuch dominiert, die Elocutio ist. 629 Paragraphen. Inventio hat 182 Paragraphen. Das heißt, die Elocutio dominiert natürlich und das ist auch letztlich klar, weil das ist ja eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Und es ist klar, dass natürlich für Literaturwissenschaftler die Elocutio eigentlich das Interessante ist an der Rhetorik. Dann gibt es noch ein größeres Kapitel über Poetik und dann gibt es ein Kapitel oder gibt es ein Register, 352 Seiten Register, Registerband, Lateinisch, Griechisch, Französisch. In der Originalausgabe von 1960 ist das ein eigener Band. Später dann in zwei sind die beiden Bände dann zusammengefasst. Das ist immer recht praktisch, wenn man den Registerband so neben sich legen kann, wenn man was sucht. Und wenn man die Elemente vergleicht mit dem Handbuch, sieht man Elemente 93 Seiten, Handbuch 957 Seiten, also eine Verzehnfachung des Handbuchs vom Umfang her. Das ist das, was eben Lausberg in den 50er Jahren erarbeitet hat. Jetzt müssen wir kommen zu dem, was in grün markiert hat, mit grünem Leuchtmarker. Ich gehe nochmal zurück. Diese Dinge, die man hier hat, Figur nach den vier Änderungskategorien. Was ist es eigentlich? Eine grundlegende Einteilungsmöglichkeit, sagt Lausberg, der als Veränderung aufgefassten Unterschiede von sprachlichen, muss man hinzusetzen, Phänomen geben die vier Änderungskategorien, die Quadripartita Oratio, Quintilian 1, 5, 38. Zitat aus dem ersten Buch, das ist nicht ganz unwesentlich, komme ich später noch drauf zu sprechen. Die vier Änderungskategorien sind in der bla 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 gegebenen Reihenfolge Adjectio, Detractio, Transmutatio, Immutatio. Die Adjectio nimmt Bestandteile von außen auf, die Detractio gibt Bestandteile nach außen ab, die Immutatio vereinigt beide Verkehrsrichtungen. Dagegen spielt sich die Transmutatio innerhalb des Phänomenganzen ab. Also das ist sozusagen die Idee, ich nehme diese vier Änderungskategorien, die Idee von Lausberg, und strukturiere damit den Bereich der Tropen und Figuren, nimm das als Einteilungs-, als Gliederungsschematismus. Und das gucken wir uns ein bisschen genauer nochmal an, wie das funktioniert, denn da steckt die Idee dahinter. Und das ist eine Idee aus der Sprachwissenschaft letztlich, dass man sozusagen an Sätzen zum Beispiel oder auch Paragraphen, was immer sozusagen die linguistische Einheit ist, bestimmte Operationen ausüben kann. Und die Operationen sind eben Veränderungen, Adjektio, Hinzufügung eines neuen, bisher dem Ganzen nicht angehörenden Bestandteils oder mehrerer neuer Bestandteile zum gegebenen Phänomenganzen. Und er hat dann immer so einen Vergleich mit einem Haus, also etwa eines Steines oder mehrerer Steine zu einem Haus. Das ist die Operation und die kann man dann an verschiedenen Positionen machen. Wenn man jetzt überlegt, das ist zum Beispiel ein Satz, der in so einem Text, ne, linear hintereinander folgt. Vorschaltung, vorne, Zwischenschaltung, irgendwo in der Mitte oder irgendwo dazwischen, Nachschaltung, hinten. Genau gleich bei der Detraktio. Wegnahme eines Bestandteils oder mehrerer Bestandteile vom Phänomenganzen, also etwa eines Steines oder mehrerer Steine von einem Haus. Am Anfang, in der Mitte oder am Schluss. Transmutatio. Platzwechsel eines Bestandteils innerhalb des Phänomenganzen, also zum Beispiel durch Entnahme eines Steines aus einem Haus und Einmauerung des gleichen Steines an einer anderen Stelle des gleichen Hauses. Da wird was rausgenommen, eingesetzt. Da ist die Frage, wo kann man das machen? Im Kontakt, man kann die Steine ja sozusagen nebeneinander setzen oder Transmutatio auf Abstand irgendwo in der Klinkerfassade eines Hauses. Das ist ja entstanden in Münster, das Buch. Da hat man eben diese Klinkerfassaden im Norden. Immutatio. Ersatz eines Bestandteils oder mehrerer Bestandteile als des Ganzen durch von außen kommende, bisher dem Ganzen nicht angehörende Bestandteile. Ne? Also da, das ist der Unterschied zur Transmutatio, da geht es um Platzwechsel, während bei der Immutatio geht es tatsächlich um etwas Neues, was vorher nicht da war. Jetzt kann man fragen, was gewinnt man? Was ist der Benefit dieser
Einteilung des Einteilungsprinzips mit den Änderungskategorien. Und da kommt wieder natürlich dieser sprachwissenschaftliche Hintergrund von Lausberg ins Spiel. Man gewinnt eben genauere Beschreibungskategorien. Das ist das Versprechen, was Lausberg macht, präzise einteilen zu können, die rhetorischen Figuren und natürlich damit auch für die Analyse sagen zu können, das ist ja auch sozusagen die Überlegung, die man anstellen kann, ja, was passiert da in dem Text? Wird da etwas hinzugenommen? Wird da etwas weggelassen? Okay, dann habe ich schon mal eine bestimmte Kategorie, die ich dann im Handbuch nachschlagen kann, wie die Figur oder der Tropus dann heißt. Das heißt, das ist auch tatsächlich, hat auch eine praktische Dimension. Und diese Idee, Figuren über diese vier Änderungskategorien einteilen zu können und damit auch der antiken rhetorischen Figurenlehre sozusagen eine Modernisierung, sie einer Modernisierung zu unterziehen, das ist etwas, was in den 60er und 70er Jahren relativ prominent war. Das findet man eben in der strukturalistischen Figurentheorie, bei der Krupp-Mühe, bei Todorov, bei Heinrich F. Plett und auch vielen anderen. Das werden wir in Vorlesung 7 dann noch sehen. Und man kann sich dann aber natürlich auch fragen, was ist daran problematisch? Was sind die Grenzen dieses Modells? Joachim Knabe hat 1992 im ersten Band des Historischen Wörterbuchs der Rhetorik den Artikel Änderungskategorien vorgelegt. Den würde ich Ihnen zur Lektüre auch empfehlen, falls Sie sowas interessiert. Auch mit Blick auf die Vorlesung 7 ist der einschlägig. Und Knabe sagt, zunächst mal, das Anliegen ist legitim. Also das Anliegen zu sagen, ich will diese antike Theorie, die Tradition modernisieren durch eine Anbindung an die moderne Linguistik und im Grunde das Ganze auf das Theorieniveau der Gegenwart bringt. Das ist ein legitimes Anliegen. Aber die Voraussetzungen sind problematisch und das Ganze funktioniert so irgendwie nicht so gut. Denn die Voraussetzung ist ja, und das ist bei Lausberg angelegt, das wird dann in Strukturalismus noch viel deutlicher gemacht, ist ja, dass Figuren irgendwie entstehen durch Abweichung. Das ist ja Hinzufügung, Weglassung, das sind ja Abweichungen, Deviationen. Und Knabe schreibt, für das Grundinventar der traditionellen Figuren muss man wohl zu einer vielschichtigeren Betrachtungsweise übergehen. Und wenn Sie den Artikel lesen, das findet sich dort auch. Da findet sich auch ein Vorschlag. Danach kann das Deviationsprinzip nur für einen ganz bestimmten Bereich, den schon bei Quintilian abgegrenzten Bereich der grammatischen Figuren gelten. Deswegen hatte ich vorhin auch darauf hingewiesen, dass das Lausberg-Zitat, diese Quintilianstelle aus dem Paragraph 462 aus dem ersten Buch der Institutio Oratoria kommt. Hier schreibt Knabe weiter, liegt mit der Grammatik einer Sprache ein Orthosystem vor, von dem die Figuren dann regelverletzend abweichen. Sagt er, solange wir uns im Bereich der Grammatik bewegen, ist alles viel einfacher. Also wenn wir sagen, ja, eine Inversion zum Beispiel. Ich kam heute. Heute kam ich. Also eine Inversion, die sozusagen Veränderung der normalen Wortreihenfolge, die von der Grammatik ja vorgesehen ist, wie ein Satz normal gestaltet ist im Deutschen. Wenn ich davon eine Abweichung beschreibe, das ist im Bereich sozusagen der Grammatik viel einfacher als im Bereich der Rhetorik, weil im Bereich der Rhetorik ja sich die Frage stellt, eben, was ist das Orthosystem der Rhetorik? Was ist richtig? Oder was ist vielleicht, muss man eher sagen, was ist normal? Und ein zweiter Punkt ist eben auch, Lausberg bezieht sich auf Quintilian und auf diesen Victorinus. Er bezieht sich auch ganz stark auf einen spätantiken Figurentheoretiker, Feuerbermann, so aus 5. 6. Jahrhundert etwa. Man weiß gar nicht so ganz genau, hat eigentlich keine biografischen Zeugnisse, aber man weiß ungefähr, in der Zeit muss dieser griechische Figurentraktat entstanden sein. Und der Feuerbermann ist der, der das erstmals auch für die rhetorischen Figuren macht. Das heißt, das, was Lausberg uns ein bisschen suggeriert in seiner Argumentation, nämlich zu sagen, ja, das gibt es schon bei Quintilian und das gibt es in der Antike, das ist ein bekanntes antikes Einteilungsschemata, das stimmt so eigentlich auch nicht ganz, sondern tatsächlich findet man das erst bei diesem völlig unbedeutenden Figurentheoretiker Feuerbermann. So viel zu den Änderungskategorien. Jetzt kommen wir zu einem Lausberg Kritiker, dem vielleicht wichtigsten Lausberg-Kritiker. Und der ist auch über diese Lausberg-Kritik hinaus auch bedeutend. Wirklich eine ganz zentrale Figur bei der Wiederentdeckung der Rhetorik, vor allem in der Literaturwissenschaft seit den 60ern, Klaus Dockhorn. Zu Dockhorn ist nicht viel greifbar, gibt keinen
keine Einträge in den gängigen biografischen Nachschlagewerken, die es so gibt. Lebensdaten sind bekannt: 1910 geboren, 79 gestorben, Anglist, Literaturwissenschaftler in Göttingen. Sonst habe ich eigentlich keine biografischen Informationen gefunden, auch nicht, was der eigentlich für eine Position hatte oder ob der Privatgelehrter war. Er hat in den 40er Jahren zwei wichtige Aufsätze vorgelegt, die finden Sie hier. Dann 62 die Lausberg-Rezension. Dann erschien 68 in diesem Revival der Rhetorik in der Literaturwissenschaft, als jeder Literaturwissenschaftler sich plötzlich mit Rhetorik beschäftigt hat, erschien eine Sammlung seiner Aufsätze, die wiederum sehr einflussreich war, Macht und Wirkung der Rhetorik. Und dann gibt es in den 70er Jahren noch ein paar Aufsätze. Und dann hört es aber auch irgendwie auf, die sozusagen wissenschaftliche Tätigkeit von Dockhorn. Und jetzt gucken wir uns diesen Aufsatz von 49 an. Das ist ein Zitat aus dem Aufsatz von 1949, der auch abgedruckt ist eben in diesem Band von 1968. Wie kommt Dockhorn zur Rhetorik? Und das ist wichtig für sein Rhetorikverständnis. Und das ist ein anderes Rhetorikverständnis, ein anderes Konzept von Rhetorik, als wir es bei Lausberg finden. Bei der Lektüre der kritischen Schriften des englischen Hochromantikers Wordsworth, englischen Hochromantikers, das ist das Stichwort antirhetorisch oder arhetorisch, das ist eine Epoche, die ist jedenfalls damaliger Ansicht der Literaturgeschichte nichts mit Rhetorik zu tun hat, stieß er, also Dockhorn, auf Formeln wie sublime and pathetic, proof and passion, dignified and variegated, aber auch auf Dispositionsschemata, die ihn befremdeten, weil sie nicht romantisch klangen, sondern nach frühem 18. Jahrhundert dufteten. Frühes 18. Jahrhundert, auch wieder Stichwort, da ist die Rhetorik sozusagen noch in vollem Gange. Das Wichtigste dieser Dispositionsschemata schien ihm die Trias Passions, Characters and Incidents zu sein, weil sie meist in der Kurzform Passions and Manners, das ist eben Pathos und Ethos in sozusagen dieser römischen Spielart, immer wieder vorkam. Durch Vergleiche mit Definitionen Lessings und Herders kam der Verfasser zur Erkenntnis, dass hier ein rhetorisches Schema vorlag, eben das von Ethos und Pathos. Dieser Schlüssel passte auf viele Türen. Also das ist eben die Idee Dockhorns. Es gibt im Grunde in der Literaturgeschichte ein untergründiges Fortwirken rhetorischer Kategorien, auch in Epochen und Strömungen, die sich als antirhetorisch geben. Da wirkt die Rhetorik eben doch irgendwie unbewusst weiter. Und die Theoretiker, jetzt Wordsworth, wissen das gar nicht. Sie merken es gar nicht, dass sie sich tatsächlich noch in der Tradition befinden. Der zweite wichtige Gesichtspunkt, das werden wir gleich auch noch an Zitaten, werde ich ein bisschen noch deutlicher machen. Rhetorik ist für Dockhorn eine Anthropologie. Also es ist nicht wie bei Lausberg so ein System, so ein Lehrgebäude, ein Kategoriensystem, sondern sie ist eine Anthropologie, das heißt, sie arbeitet auf einer tiefer liegenden Idee und aus dieser Anthropologie der Rhetorik leitet sich eben auch die Idee ab, dass es auch keinen Untergang der Rhetorik geben kann, sondern dass es immer eine Kontinuität der Rhetorik gibt, weil eben die Rhetorik auch untergründig weiter wirkt. Rhetorik sei ein irrationalistisches Gegenstück zur Philosophie. Rationalismus, Irrationalismus. Und der Irrationalismus besteht eben vor allem darin, dass die Rhetorik durch Affekte und Emotionen auf das Publikum einwirkt und der Redner seine Sache glaubhaft macht, indem er Affekte und Emotionen einsetzt. Also das ist im Grunde für Dockhorn das Zentrum der Rhetorik, die Affekte, die Emotionen. Und das ist auch der Kern seiner rhetorischen Anthropologie, sind die Affekte des Menschen. Und der fünfte Punkt ist nochmal, Dockhorn ist jemand, der immer sehr aggressiv argumentiert hat. Und der fünfte Punkt ist eigentlich, die Forschung ist auf einem völlig falschen Pfad, weil sie genau alle diese Sachverhalte völlig ignoriert hat. Jetzt gucken wir uns diese Sachen noch ein bisschen genauer an. Später Text von Dockhorn. Auf der Basis von Curtius und Lausberg konnte es gar nicht dazu kommen, dass die Kategorie Rhetorik erneut in das Zentrum der germanistischen Barockforschung rückte. Denn Curtius ist ganz zweifellos für die falsche Weichenstellung verantwortlich zu machen. Das Paradebeispiel für die Folgen dieser falschen Weichenstellung ist Lausbergs Handbuch, dessen wesentlichster Mangel die fast komplette Bagatellisierung von Pathos und Ethos ist, aus welcher hin wiederum eine komplette Formalisierung der Lehre
von den Tropen und Figuren folgt. Also da sagt die, die wir jetzt behandeln, und Curtius, also Lausberg und Curtius, diese beiden, die ja ganz wichtig waren für das neue Interesse an Rhetorik, völlig falscher Ansatz, völlig falscher Ansatz. Denn die gucken nicht auf die Affekte. Und das ist, wenn man es, denn wenn man es, und das zeigt die mehr als 2000 Jahre andauernde Auseinandersetzung zwischen Rhetorik und Philosophie, wenn es eine Anthropologie gibt, für welche der Mensch ein Wesen ist, das Ergriffenheit und Rührung kennt und durch Sprache, das heißt durch Anerkennung geselligen Verhaltens, ergreifen und bewegen will, das ist eben sozusagen der pathetische Modus, in dem der Mensch kommuniziert und im Grunde funktioniert als Wesen, wenn Glauben und glaubhaft machen im schlichten Sinne des Wortes Pistis oder Fides ewige Ausstattung des Menschen sind, dann kann es eine Abschaffung der Rhetorik ebenso wenig geben wie eine Abschaffung der Philosophie. Das ist eben diese Idee. Es gibt die Kontinuität der Rhetorik, weil es eine rhetorische Anthropologie gibt. Und jetzt kommen wir zur Lausberg-Rezension. Das ist auch die letzte Folie, dann sind wir durch. Was denkt nun Dockhorn über Lausberg? Nach Ansicht des Rezensenten Dockhorn hat L. Lausberg die Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat, nicht überzeugend gelöst. Und zwar deshalb nicht gelöst, weil er sich nicht genügend darüber klar geworden ist, was an der antiken Rhetorik exemplarisch ist und wo sie in ihrer Wirkungsgeschichte exemplarisch geworden ist. Also da schon mal vernichtend. Überorganisierung, die auf Kosten der Übersichtlichkeit geht, ist ein Kritikpunkt von Dockhorn. Kann man sagen, wir haben es gesehen, an dem Inhalt zu sein ist, da ist was dran. Dann Dispositionsschemata, die einerseits aus der Tradition kommen, andererseits von Lausberg selbst so ein bisschen fabriziert sind. Kann man sagen, das haben wir in den Änderungskategorien gesehen. Ja, da ist was dran. Dann Vernachlässigung der Beziehung von Rhetorik und Dialektik, auch des Enthymems. Macht Dockhorn relativ lange Ausführungen dazu. Da muss man sagen, das überzeugt mich nicht so ganz, weil es ist ja eine Grundlegung der Literaturwissenschaft im Untertitel des Handbuchs. Und literarische Texte sind eben keine Texte, die primär argumentieren, das heißt in einer literarischen Rhetorik. Das ist ja, worum es Lausberg geht. In einer literarischen Rhetorik haben eben eigentlich, hat die Beziehung von Rhetorik und Dialektik eigentlich keinen Platz. Das heißt, es ist schon schlüssig, dass Lausberg das nicht behandelt. Dann Marginalisierung der Affekte. Das ist, finde ich, ein Punkt. Das ist ein Punkt, den zum Beispiel auch Brian Vickers hervorhebt in seinem Buch In Defense of Rhetoric. Das kann ich Ihnen auch empfehlen. Da gibt es ein Kapitel über die expressive Funktion der rhetorischen Figuren. Und das ist tatsächlich das ganz Zentrale, dass die rhetorischen Figuren dazu dienen, wesentlich dazu dienen, Affekte, Emotionen in der Zuhörerschaft auszulösen. Und das ist etwas, was, kann man sagen, in allen diesen figurentheoretischen Entwürfen, nicht nur bei Lausberg, auch über Lausberg hinaus im Strukturalismus dann bei Plätz, bei Todorov, bei der Gruppe Mü, sozusagen immer ein Problem ist oder etwas, was die einfach nicht behandeln, weil die sozusagen eben von diesem Wirkungsmoment abstrahieren. Dann weiterer Kritikpunkt, Künstlichkeit und Unangemessenheit der Behandlung der Tropen und Figuren. Das ist eben auch nochmal diese Geschichte Änderungskategorie. Sagt ja, das System, in dem Lausberg vorgeht, das gibt es ja gar nicht in der Rhetorikgeschichte. Gerade die Lehre, das ist dann der letzte Punkt, von der Pronunciatio und Actio mit ihren detaillierten Angaben über Stimmhöhe, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestikulation als Mittel für die Darstellung von Pathos und Ethos hat wirkungsgeschichtlich die denkbar größte Bedeutung gehabt. Das stimmt von der Sache her, aber auch hier muss man natürlich sagen, eine literarische Rhetorik will Lausberg ja formulieren, eine Grundlegung der Literaturwissenschaft will er mit dem Handbuch vorlegen. Das heißt, da geht es um Texte, da geht es nicht um Körpersprache, da geht es auch nicht um Mündlichkeit, sondern da geht es tatsächlich um die Frage, wie analysiert man Texte mit dem Besteck der Rhetorik. Das heißt, das ist eigentlich auch kein wirklich stichhaltiger Kritikpunkt von Dockhorn. Denn das Fazit ist eigentlich, der Dockhorn will ein anderes Buch. Der will ein anderes Buch, als der Lausberg geschrieben hat. Der will eben, und das ist ein Begriff, der immer wieder vorkommt in dieser Rezension, der will eine Wirkungsgeschichte der Rhetorik haben, eben ne, als neben der Philosophie das zweite und nicht weniger einflussreiche Bildungssystem der Antike. Der will eben gucken, wie diffundieren, wie wirken die Kategorien, Schemata der Rhetorik in
der Geistesgeschichte weiter, untergründig oder auch vordergründig. Und das ist etwas, wenn man einfach sagen muss, okay, das macht der Lausberg nicht, das will er gar nicht machen, der will keine Wirkungsgeschichte der Rhetorik vorlegen, auch wenn es, muss man sozusagen jetzt pro Dockhorn sagen, im Vorwort zum Handbuch der literarischen Rhetorik, so Andeutungen gibt, dass Lausberg das machen möchte. Aber eigentlich ist es keine Wirkungsgeschichte. Denn Lausberg verfolgt auch im Handbuch ein eigentlich bescheideneres Ziel. Denn, Zitat, das Handbuch wieder aus dem Vorwort, das Handbuch will dem Anfänger den Weg zu einem phänomenologisch und historisch sinnvollen Studium der Literaturwissenschaft ebnen. Also im Grunde sagt Lausberg, eigentlich ist das, was ich als Handbuch vorlege, diese 957 Seiten mit 300 Seiten Register, das ist eine Propädeutik. Damit fängt man an. Das ist eine Hinführung für Anfänger, eine Hinführung zu den Kategorien der Literaturwissenschaft, mit denen man dann Texte analysieren und beschreiben kann. Nicht mehr. Es ist keine Wirkungsgeschichte. Und die teilweise unhistorische Natur dieser Einteilungsschemata, ne, die Feststellung, dass es ja das rhetorische System, auch das, was wir Ihnen in der Einführungsvorlesung, in den Einführungsseminaren beibringen, das rhetorische System, das gibt es ja so bei keinem Autor vollständig, sondern es gibt nur sozusagen Variationen, die zum Teil auch tatsächlich beträchtlich sind. Aber das rhetorische System sozusagen im Singular gibt es ja gar nicht. Das legt tatsächlich Lausberg schon in den Elementen von 49 offen. Das sagt er dort klar, es ist eben eine Abstraktion, weil es eine Propädeutik ist. Es ist ein Hilfsmittel, um die Kategorien dann tatsächlich sozusagen vermitteln zu können und um Ordnung zu stiften. So viel zu Dockhorn-Kritik an Lausberg. Also wie gesagt, dieser Punkt, dass es bei den rhetorischen Figuren um Affekterregung geht, das ist schon ein fundamentaler Punkt. Da hat Dockhorn recht. Und auch sein Hinweis darauf, dass das eben auch ein Zentrum der Rhetorik ist, dass Ethos und Pathos, Affekterregung und dann eben in dieser römischen Spielart sanfte, milde und stärkere Affekte, dass das etwas ist, was ganz Zentrales für die Rhetorik, darauf hingewiesen zu haben, ist wirklich wichtig. Das ist etwas, was in den strukturalistischen Figurentheorien und eben auch schon bei Lausberg sozusagen als Protostrukturalist, wenn man so will, tatsächlich verloren geht und damit eben dieses funktionale Moment, dieses Wirkungsmoment. So, jetzt sind wir am Ende der heutigen Vorlesung angelangt. Jetzt haben wir drei Theoretiker analysiert, einen Philosophen, wie gesagt, einen Literaturwissenschaftler, jetzt einen Linguisten. In der nächsten Woche gehen wir wieder zur Philosophie, zu zwei, Perelman und Olbrechts Tütika, Philosophen, die aus dem Bereich ja, der juristischen Rhetorik auch kommen, der Wertephilosophie und 1958 vorliegen, ein Werk, das die rhetorische Argumentationstheorie begründet und bis heute ein absoluter Klassiker geblieben ist, La Nouvelle Rhetorik, die neue Rhetorik, also auch programmatisch tatsächlich im Titel die neue Rhetorik. Das gucken wir uns in der nächsten Sitzung an. Für heute bleibe ich wie immer mit Dank fürs Interesse, die Geduld und bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss.